Scheiße, ist das kalt, flucht das Känguru. Es hüpft vor mir durch den Schnee, die roten Boxhandschuhe über den Pfoten und unfassbar rosafarbene Ohrschützer auf dem Kopf. Glotz nicht so blöd, schimpft das Känguru. Ich weiß, dass das scheiße aussieht. Es lässt einen Ast los, der mir direkt ins Gesicht klatscht. Warum folge ich dir nur immer wieder auf diese Abkürzungen, murre ich. Aber die Frage bleibt nur als lauwarmer Nebel in der eiskalten Abenddämmerung hängen. Da vorne müsste der Weg sein, sagt das Känguru. Vertrau mir, meine alten Dschungelinstinkte werden wieder wach. Dschungelinstinkte. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir uns im Tiergarten verlaufen haben. 15 Minuten später. Ich denke, wir sollten unsere Lage akzeptieren und hier Feuer machen, sagt das Känguru, als wir zum dritten Mal dieselbe Lichtung betreten. Wenn der Tag anbricht, finde ich auf jeden Fall hier raus. Ich verdrehe die Augen und schimpfe vor mich hin. Das Känguru macht derweil Feuer. Plötzlich blickt es mich seltsam an. Sag mal, darf ich dich essen, falls du erfrierst? Was? Rufe ich verstört. Nein. Wieso denn nicht? Fragt das Känguru. Ich finde das sehr egoistisch von dir. Wenn ich vor dir erfriere, darfst du mich essen. Ich will dich nicht essen, das ist ja ekelhaft. Na danke, sagt das Känguru. Du bist ja auch ekelhaft. Es wirft einen Ast ins Feuer und reibt sich die Pfoten. Du müsstest mich ja nicht roh essen, sagt es nach einer Weile. Du könntest mich ja grillen. Ich würde dich grillen. Es zieht etwas aus seinem Beutel. Du hast Gewürze dabei, frage ich. Na, na? Ruft das Känguru herausfordernd und bestreut sich selbst. Wollen mal sehen, ob ich mich dir nicht noch schmackhaft machen kann. Ein bisschen Curry hier, ein bisschen Koriander da. Ich hasse Koriander. Hören Sie mal, brummt da plötzlich eine fremde Stimme. Die Diskussion können Sie sich gleich mal sparen. Grillen sind im Teil vom Tiergarten sowieso nicht erlaubt. Ich bin vom Ordnungsamt. Die gibt einen saftigen Strafzettel. Das Känguru mustert unseren ungebetenen Gast. Sagen Sie mal, sagt es. Würden Sie sich von Ihrem besten Freund aufessen lassen? In einer Notsituation? Wenn Sie sowieso sterben würden, ihn aber retten könnten? Ich arbeite fürs Ordnungsamt, sagt der Mann. Ich hab keine Freunde. Aber können Sie uns vielleicht sagen, wie wir hier wieder rauskommen, frage ich. Sie haben sich verlaufen? Ich nicke. Im Tiergarten? Ich seufze. Das ist nicht mein Zuständigkeitsgebiet. Wenn du erfrierst, sagt das Känguru zu mir, esse ich dich einfach trotzdem. Ich verbiete dir ein für alle Mal, mich zu essen, zisch ich. Also ich hab zwar keine Freunde, funkt der Mann vom Ordnungsamt dazwischen, aber innen sag ich Ihnen, wenn ich Freunde hätte, würde ich mir auf der Stelle von selbigen aufessen lassen. Stand der Bete, dafür müsste ich nicht mal erfroren sein. Einfach so würde ich mir von dir aufessen lassen. Nur damit die nicht verhungern. Ich meine, wofür hat man denn Freunde? Oder auch wenn die kein Geld für Mittag dabei haben, würde ich mir aufessen lassen. Oder wenn die einfach Lust auf einen kleinen Snack haben. Irgendwo essen lassen. Oder wenn beim Videoabend alle traurig wären, weil keiner Chips mitgebracht hat, würde ich sagen, Freunde, hier bin ich, esst doch mir auf. Da hörst du's, ruft das Känguru mir nickend zu. Sein Magen knurrt. Es wendet sich wieder dem Mann vom Ordnungsamt zu. Wollen wir Freunde werden? Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Hannibal Lecter. So, bleiben wir mal im Park, aber ändern die Jahreszeit. So, es war Flugstunden. Wir liegen faul und friedlich im Park, als eine kleine Handtaschenratte direkt neben meinem Ohr stehen bleibt und anfängt uns anzukläffen. Ich öffne die Augen und wedle genervt mit meinem Arm. Hau ab! Doch nun legt der Köter erst richtig los. Das Känguru steht auf, holt Schwung und kickt den Hund in hohem Bogen über die Liegewiese. Das Tier jault überrascht, fliegt, landet 10 Meter von uns entfernt, rappelt sich auf und rennt davon. Boah, rufe ich und springe auf. Das. Darf man doch nicht, versucht das Känguru meinen Satz zu vollenden. Wollte ich auch schon immer mal machen, sage ich. Das Känguru guckt kritisch dem Hund hinterher.
Das macht er nicht normal, sag ich beeindruckt. Ach, diese Yorkshire Terrier fliegen nicht so gut, sagt das Känguru. Sichtlich unzufrieden. Die verhalten sich aerodynamisch irgendwie ungeschickt. So ein Zwergspitz zum Beispiel oder ein Pekinese wäre bestimmt 4-5 Meter weiter geflogen. Ach, sage ich interessiert. Und welche fliegen am besten? Na, Chihuahuas liegen ganz gut in der Luft, sagt das Känguru. Kommt aber auch darauf an, wie sie geschoren sind. Da tippt mir eine Bärenpranke von hinten auf die Schulter. Haben Sie da gerade meinen Hund getreten? Ich drehe mich um und starre auf nackte Brüste. Große, dicke, nackte, männliche Brüste. Ich drehe den Kopf nach oben, blinzle und sage... Jetzt bloß nichts Falsches sagen. Ich nix Deutsch, sage ich. Mache einen Schritt zurück und sehe mich der Personifizierung des Wortes fies gegenüber. Nur mit Mühe reiße ich meinen Blick vom nackten, glänzenden, zum Bersten gespannten Bauch mit dem Deutschland in den Grenzen von Anno Dazumal Tattoo. Ich seufze. Da kann sich die Welt wirklich glücklich schätzen, dass sich Deutschland nicht so ausgedehnt hat wie das Tattoo auf diesem Bauch. Die Ausländermasche könnte die falsche Wahl gewesen sein. Wie würdet Ihnen gefallen, wenn ich ein Känguru boxen würde? Komm doch, zischt das Känguru leise. Also streng genommen ist es nicht mein Känguru, sage ich und ziehe Hoffnung aus der Tatsache, gesiezt worden zu sein. Es gehört sich quasi selber. Es ist das sehr heikel, wenn es um Produktionsverhältnisse geht. Mir sitzt nicht nur an. Auch nur Kommunisten oder was? Sage ich, als ich von einer kleinen bellenden Ratte abgelenkt werde. Sch, hau ab, sage ich. Willst du noch Nachschlag? Fragt das Känguru und kickt den Hund ein weiteres Mal in die Luft. Alle drei verfolgen wir gebannt die Flugbahn. Diesmal habe ich ihn besser getroffen, sagt das Känguru zufrieden. Der Typ schlägt zu. Das Känguru duckt sich, zieht seine Pfote in einem roten Boxhandschuh aus seinem Beutel, bringt blitzschnell einen Haken von unten und der Typ geht K.O. Das macht er nicht normal, sag ich beeindruckt. Gleich darauf höre ich schon wieder Gekläffe neben mir. Ach, sagt das Känguru. Es ist ein ewiger Kampf.